Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 4. Heute gehen wir wieder. Was war das denn? Okay, Digga, irgendwie leckt es gerade ganz komisch, Alter. Auf jeden Fall gehen wir heute mal wieder ins obere Stockwerk hier nach oben und da will ich euch was zeigen. Und zwar gibt es da einen Raum, der ist neu, ja? Bro, geht's dir gut, Alter? Naja, ist eigentlich auch egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder den Fahrstuhl hoch. Der sollte noch entsperrt sein. Bro, hier ist auch alles zu. Oh, dann läuft da so gerade. Auf jeden Fall. Okay, der ist jetzt weg. Ich weiß nicht, wir warten noch kurz ein bisschen. Dann kommt jetzt wieder runter. Na, auf jeden Fall gehen wir jetzt dann hoch und dann zeige ich euch mal eine Kleinigkeit. Bro, das ist also komplett. Nope. Hä? Ich kann das Fenster nicht einschmeißen. So, erstmal nach oben. Wow, Digga. Och, Bruder. Ey, ich erschrecke mich immer und dann mache ich einfach gar nichts mehr. Ich renne nicht mal weg. Er hat jetzt einfach das Fenster auch noch zugemacht. Willst du mich denn verarschen, Alter? Oh, shit. Vielleicht sollten wir auch mal das Game restarten, weil es ist irgendwie alles zu halt. Oh, endlich. Ich bin hier oben, Alter. Und jetzt habe ich keine Taschenlampe und wir sehen natürlich nichts. Wieder perfekte Voraussetzung. Auf jeden Fall würde ich gerne auf die Gleise, genau. Und jetzt hier rüber. Nicht sterben. Danke. Und hier ist, glaube ich, jetzt eine Leiter, genau. Hier ist mittlerweile auch so ein Boden, das ist relativ praktisch. Dann verreckt man nicht, wenn man runterfällt. Und wir gehen jetzt hier nach vorne. Aber hier kommen wir nicht durch. Genau, wir müssen jetzt erst so ein bisschen den Weg bahnen. Das machen wir einfach so, indem wir die Tür öffnen und da Sachen dagegen schmeißen. So Kisten halt. Das hilft meistens. Digga, jetzt habe ich keine Kisten mehr. Digga, wieso kommen hier überhaupt Äpfel geflogen, Alter? Okay, ich habe hier noch eine Kiste. So. Genau, die müssen jetzt hier einfach immer dagegen schallern. Das hilft immer relativ gut. Dann irgendwann ist halt die Öffnung hier genug groß, damit wir hier durchkommen. Und? Ne, noch nicht, warte. Digga. Ah, doch, jetzt, okay. So, dann können wir nämlich die Kisten hier hinten so ein bisschen wegpacken. Ich hoffe, hier jetzt irgendwo eine Taschenlampe. Da hat es, glaube ich, eine. Ja, okay. Wir sehen jetzt schon. Hier ist ein Kinderzimmer mit diesen Dings. Ich weiß gar nicht, kann man die ausschalten? Ne, die schießen einfach. Naja, auf jeden Fall. Hier ist noch ein Schrank. Genau, hier sind Kisten, hier ist alles zu. Ich glaube, hier kommen wir halt noch nicht weiter. Ich glaube, das ist noch nicht fertig. Und genau, wir werden jetzt... Digga, jetzt bin ich hier auch noch stuck, Alter. Wir sind jetzt wieder hier. Und, oh Gott, Alter. Lol, das kann umfallen. Okay, wusste ich nicht. Was ist... Hä? Also, erstens mal, wieso lag das Spiel so? Zweitens mal, wieso bin ich gerade gestorben? Haben mich die irgendwie erschossen? Lol, hier ist ein roter Schlüssel. So ist das noch unter Schlüssel, Alter. What the fuck? War nicht dort oben in der letzten Alpha ein Schloss mit Rot? Ich glaube, oder? Ich will nämlich mal hier in diesen Secret Raum hier. Raum. diesen Secret. Secret, Alter. Secret Raum. So. Und ich weiß eben nicht, ob ich dafür den. Ach, da brauche ich den grünen Schlüssel. Okay, Digga. Wir gehen hier mal noch hoch. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht überall, oder? Okay. da gehen wir schon mal weiter. Was ist hier? Das ist zu. Hier kommen wir. Ohne Waffe nicht durch. Doch, mit Waffe kommen wir durch. Ohne nicht. Okay. Da ist alles zu. Alles klar. Da ist ein Rohr. Kann ich da am Hebel ziehen? Passiert nichts. Okay. Interesting. Ich dachte gerade, er kommt hoch. Okay, wir gehen jetzt hier mal weiter. Geht hier hinten noch? Ne? Ah, das ist der Samen für den Apfelbaum, den wir pflanzen wollen. Irgendwann. das können wir eigentlich auch mal machen. kommt in einer der nächsten Folgen wahrscheinlich. Okay, dann hier muss man irgendeinen Code machen, das weiß ich. Aber ich weiß leider nicht, wie der genau geht. Und dann würde ich hier so ein Brett gefahren kommen, dann... Ich weiß gar nicht, kann man es schaffen, hier rüber zu... Ah ja, okay. Ah, und wenn man jetzt hier durchguckt, geht das nicht? Hier wäre eigentlich doch irgendwas, oder nicht? Darunter ist nämlich irgendwie so ein Secret, aber irgendwie... Also ich weiß nicht, was man da tun muss, damit... Ah, man muss einfach sneaken. Hä? Nee, warte mal, dann ist ein Geheimgang, oder? Ah! Unreal Engine Missing Script. Das ist jetzt das Secret, wenn wir jetzt nämlich... Komische Sounds, ich weiß. Wir sind jetzt hier drin. Ich weiß gar nicht, können wir uns hier drin bewegen? Ja, okay. Nice. Wir sind jetzt hier drin. Irgendwie kann ich meine Sachen hier... Taschenlampe... Ah doch, jetzt funktioniert sogar. Keine Ahnung, was das war. Wir haben hier diese vier Blöcke. Rot, grün, gelb und weiß. Und an der Decke, wie ihr es vorhin schon gesehen habt, ein Computercode. Ich weiß actually aber nicht, was dabei rauskommt. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Oder sonst werde ich es irgendwie versuchen herauszufinden. Mal gucken. Auf jeden Fall weiß ich jetzt gar nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Also, muss ich jetzt das Spiel neu starten? Weil ich, also, jetzt morgen ist, was soll ich denn hier sonst machen?
So Leute, wir sind jetzt wieder hier. Ich würde sagen, hier in unserem Briefkasten ist schon so ein bisschen unser Safe-Dings. Wir machen die Dings, genau diese Bohne hier. Also der Seed, machen wir auch mal dort rein. Und dann ist schon mal der rote Schlüssel wirklich für da oben, weil ich glaube, da oben ist ja wirklich dieser Secret-Raum. Maybe auch sonst irgendwo, aber naja. Auf jeden Fall, was ist das denn? Da hinten leuchtet was so komisch. Naja, auf jeden Fall, wir müssen den grünen Schlüssel irgendwie ausfindig machen. Und ich weiß leider nicht, von wo, dass man den irgendwie bekommt. Das könnte halt etwas critical werden. Muss ja auch mal kurz die Kameras irgendwie zerstören. Oh Gott. Oh mein Gott, mein Herz. Renn! Oh! Leute, oh Gott. Das war gerade Anspannung pur. Finden wir, warte, wir haben hier schon ein Fernglas. Leute, da ist eine Eisenbahn. Können wir die jetzt fahren? Weil ich meine, wir waren ja vorhin da unter der Treppe irgendwo. Da haben wir ja diesen Raum gesehen. Maybe kann man den jetzt fahren. Oh mein Gott. Nein, ich bin immer noch stuck. Ja, irgendwie ist es immer so, wenn ich... Ich kann in den Schrank. Nein! Ach, scheiße. Das wäre so geil gewesen, wenn er mich nicht gehabt hätte. Aber naja, was soll man machen? Okay, Leute, wir sind jetzt nochmal hier, wo diese komische Puppe liegt. Ich gehe jetzt mal hier runter, weil das habe ich ja auch... Ja, stimmt, warte mal. Das ist der aber hier geht's runter. Ich dachte, hier geht's in diesen Raum, wo der Nachbar letzte Folge stuck war. Aber scheinbar nicht. Hier ist auf jeden Fall der Dings für den Eisenbahn zu starten. Hallo? Ah, jetzt geht die, okay. Toll, dann können wir in der nächsten Folge dann versuchen, Eisenbahn zu fahren oder so. Ich droppe jetzt hier trotzdem mal noch runter. Oh, Leute. Da kann man einfach runter das Dach, okay. Hier ist wieder ein Balken, warte mal. Scheiße, das hatten wir doch in der letzten Alpha schon. Ach so, da wären wir auch hier hingekommen. Na gut, da haben wir wahrscheinlich nicht viel verpasst. Ich wollte gerade wieder Anmau machen, Alter. Ich habe meinen Finger so hochgehoben und war schon so, wow, Leute. Naja, auf jeden Fall. Ach so, die räumen jetzt halt die Sachen weg. Ich dachte, wieso fallen jetzt Bretter vom Himmel, Alter. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Hello Neighbor. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bruder. Das war aber auch die schnellste Abmod, die ich jemals gemacht habe. Yo, my steez be the swaggiest. Fits real clean, but my flows be the nastiest. That's where I'm working for it all. Other dudes can have it quick. Easy come, easy go. Miss me with that slack of shit I spit. Like I had a list.